Die Zeichnungen von Ben Steele sind die stummen Zeugen der Gewaltexzesse, die amerikanische Soldaten erlebten, die im Zweiten Weltkrieg in japanische Gefangenschaft gerieten. Kaum jemand denkt an diese Schicksale, wenn man von Hiroshima und Nagasaki spricht. Genau deshalb hat Jan Thomas die Memorial Society gegründet, in der sich Kinder und Angehörige dafür einsetzen, dass das, was die Kriegsgefangenen erleiden mussten, nicht in Vergessenheit gerät. These prisoners were abandoned in 1942. Diese Gefangenen wurden 1942 von der amerikanischen Regierung im Stich gelassen. Präsident Roosevelt konzentrierte sich auf den Krieg in Europa, auf den Kampf gegen die Nazis. Die Gefangenen hatten niemanden, der sie rettete, und niemand schickte Verstärkung. Oscar Leonard ist einer von ihnen. Gemeinsam mit anderen Überlebenden fordert der 97-jährige Präsident Obama in einem Brief auf, in Hiroshima auch von dem zu sprechen, was er und seine Kameraden erlebt haben. Die Japaner betrachteten uns als das Niedrigste der Welt, weil sie nicht an Kapitulation glaubten. Wir waren die Unterlegenen und wurden schlechter behandelt als Tiere. Auf der einen Seite die Vernichtung durch die Atombombenabwürfe, auf der anderen die Misshandlung der Kriegsgefangenen. Kann man, darf man Schuld gegeneinander abwägen? Wird es nach 71 Jahren nicht Zeit, dass ein US-amerikanischer Präsident sich entschuldigt? Linda Anderson kommt regelmäßig zu der Jahresversammlung der Memorial Society. Ihr Vater überlebte zwar die Kriegsgefangenschaft, konnte aber bis zu seinem frühen Tod mit 63 Jahren seinen inneren Frieden nicht mehr finden. Wir mussten das Leid auf beiden Seiten beenden. Wir wussten, dass die Japaner strenge Anweisungen hatten, jeden Gefangenen zu töten. Gott sei Dank wurde das nicht ausgeführt. Der Besuch Obamas in Hiroshima schenkt den Veteranen ungewohnte Aufmerksamkeit. Jan Thomas fasst zusammen, was der Präsident ihrer Meinung nach nicht tun sollte. Es wäre eine Katastrophe, wenn Präsident Obama sich entschuldigt. Es wäre eine Katastrophe, wenn er einen Kranz niederlegen würde und nur die Opfer der Atombombe anerkennen würde. Im nächsten Jahr werden sie wieder zusammenkommen, reden, der Toten gedenken und singen. Die Gruppe der Veteranen wird dann noch kleiner sein und ihre Schicksale dem Vergessen werden ein wenig näher.